Wir sollten Geschichte schreiben. Wir sollten Geschichten schreiben. Wir sollten im Regen tanzen und mit den Vögeln fliegen und so ein Scheiß. Leeres Gerede, das davon ablenkt, dass wir Geschichte schreiben. Jede Sekunde, jede Minute und jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, Jahr ein und Jahr aus. Es ist unumgänglich. Wir hinterlassen in jedem Moment eine universelle Erinnerung, ein Erlebnis. Und hier, auf diesem lustigen kleinen Ball, den wir alle viel zu unbedacht einfach Erde nennen, dreht sich alles um diese Geschichte. Denn sie ist es, die wir hier erleben. Wir schreiben sie, indem wir immer wieder aufs Neue erleben, was wir vorher erlebbar gemacht haben. Aber es wird dann immer wieder was Neues erlebbar. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, Jahr ein und Jahr aus. Ob uns das nun gefällt oder nicht, aber jeder von uns trägt dabei sein eigenes kleines Geschichtchen bei. Und so puzzelt sich das große Ganze zusammen. Doch auch unser eigenes Geschichtchen ist eine Geschichte, die sich aus vielen Geschichtchen zusammensetzt. Überleg mal. Wie erlebst du so, was du so erlebst? Ganz unabhängig davon, dass du davon auch immer nur deine Variante kennst. Wie viel davon kannst du danach als Geschichte erzählen? In dem Moment, wo du eine Geschichte erzählst, bist du dir völlig bewusst, dass es nur eine Geschichte, vielleicht sogar nur ein Geschichtchen war. Doch wieso bist du dir in diesem Moment nicht völlig bewusst, dass dies hier auch nur eine Geschichte ist, in der du gerade diese Zeilen hörst? Und erst recht in den Momenten, in denen du etwas erlebst, was dich entmutigt und schwächt und traurig macht und dich einsam und allein fühlen lässt, etc.? Die Antwort ist einfach. Weil man dich gelehrt hat, vor allem Angst zu haben oder wenigstens Angst haben zu sollen. Weil das denen, denen du die Macht über dich gibst, eben sehr dienlich ist. Auch wenn es ihnen selbst nicht dienlich ist. Aber davon wissen die meisten nichts. Und so tust du, was du tust. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, Jahr ein und Jahr aus. Und offen bleibt allein die Frage, wie bewusst tust du das alles? Wie sehr hast du in deinem Alltag auf dem Schirm, dass alles, was du erlebst, Teil einer Geschichte ist? Was tun deine Hände gerade? Was denkt dein Kopf gerade? Was fühlt dein Herz gerade? Und bist du wirklich, wirklich sicher, dass das alles eher dazu beiträgt, am Ende deiner Tage eine Geschichte erzählen zu können, die du auch gern erzählst? Oder eher nicht? Diese Frage ist inzwischen mein ständiger Begleiter geworden. Sie begleitet mich bei allem, was ich mache, bei allem, was mir widerfährt und bei allem, von dem ich weiß, dass es nur eine Geschichte ist, die sich aber zu leben und vor allem zu erleben lohnt. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, Jahr ein, Jahr aus. Ich dachte, ich sag's dir mal, weil nur für den Fall. Weil auch wenn ich das schon mit drei verstanden hätte, mir hat man irgendwie vergessen, das zu sagen. Und ich musste langsam und mühselig selbst dahinter kommen. Aber durch diese Erkenntnis, dass alles eine Geschichte ist, hat meine persönliche Hölle ihren Schrecken verloren.